Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Ihr seht, ich habe jetzt 2,6 Millionen. Das heißt, wir können die Luftrettung machen. Cargo A400 kaufen. Das ist auch ein Level, was ich nicht besonders mag. Es ist wie mit Nachtanken. Oder wie das nochmal hieß. Wir müssen nämlich jetzt Passagiere retten. Warum das Flugzeug nicht einfach landen kann, weiß ich nicht. Fragt mich nicht. Und wir sind zu schnell. Komm schon. Wird langsamer. Warum sind wir so schnell? Verdammt. So, gleich langsamer werden. Langsamer, langsamer. Wir holen das Flugzeug trotzdem ein. Okay, noch langsamer. Bisschen schneller. So. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt werden wir ein bisschen zu langsam. Ah, ich muss höher. Komm, jetzt Vollgas. Vollgas. Komm. Komm, jetzt wieder langsamer werden. Wieder langsamer, langsamer. Langsamer. Geschafft. Puh, für diese eine Mission 2,5 Millionen ausgegeben. Warum vergesse ich jedes Mal das WLAN auszumachen? Egal, machen wir weiter. Nacht des Feuers. Welch schreckliche Nacht. Zwei riesige Brände zerstören eine Stadt und einen Leuchtturm. Schnell, lösche die Brände. Natürlich sind wir Feuer und Flamme. Kleiner Wortwitz. Nachricht vom Kontrollturm erhalten. Start autorisiert. So, dann heben wir mal ab. Perfekter Start. Nun musst du Wasser besorgen. Fliege durch den Ring, um das Wasser zu besorgen. Da ist der Ring. Eigentlich können wir jetzt schon löschen, aber okay. So. Machen wir mal die Bremsen aus. Und. Geschafft. Und jetzt hoch. Überprüfe die Position des Brands auf deinem Radar. Fliege über die Stadt und tippe auf die Schaltfläche, um das Wasser abzuwerfen. Und was ist dann dieses Icon hier? Wofür ist das da? Okay, wenn man unten auf Abwerfen klicken soll, dann sage ich nichts dagegen. Aber ein bisschen merkwürdig, weil ich kann die ganze Zeit durchfliegen mit Löschmittel. So, landen, durchfliegen, abheben. Ergibt für mich nicht so ganz Sinn, dass ich hier die ganze Zeit das abwerfen kann. Aber okay, geschafft. Naja, nicht alles muss einen Sinn ergeben. Geschafft. Oh, oh. Ich werde es einmal versuchen, okay, Leute? Ich versuche es einmal. Wenn ich es nicht schaffe,
mache ich es beim nächsten Mal. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Tralali, tralala. Was war nochmal meine Taktik? Ach ja, da so einen Bogen fliegen, damit man länger in diesem Luftstrom drin ist und mehr Boosts abbekommt. So, jetzt fliegen wir mal nach links. Gehen rein und machen eine Linkskurve. Ups, das war zu weit. Ich bin schon längst raus, bekomme trotzdem noch den Boost. Von mir aus. Wenn ihr mir den Boost unbedingt geben wollt, dann nehme ich den gerne an. Verdammt, 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 verdammt. Warte, da. Ich muss da raus. Ich habe zu lange gelenkt. Und jetzt sind wir zu tief. Stimmt's? Ja, das sind wir. Okay, wir können es vergessen. Verlassen, fertig, geschafft. Motorversagen. Spezialflugzeug erforderlich. Warum können wir nicht den normalen Turbo nehmen? Wir haben doch so einen, oder? In Blau. Silberblau. Na egal, nehmen wir die Antonove. Motorversagen. Pilot, etwas ist, es gibt etwas seltsam mit den Motoren. Bitte was? Deine Motoren haben versagt. Finde eine freie Fläche und lande an einem möglichst sicheren Ort. Ja, da, wo mich der Fall wahrscheinlich hinführt. Hui. Ich bin schon öfter mal in den Bergen gelandet, mit dem Jet. Ja, das glaubt ihr mir nicht. Aber ich hab's gemacht. So, bremsen. Und Berg. Berg, Berg, nein. Ah, verdammt. Soll man da nicht landen? Kleinen Moment. Doch, da soll man landen. Gibt es etwas seltsam mit den Motoren? Ja, dein Deutsch ist besonders gut. Finde eine freie Fläche und lande an einem möglichst sicheren Ort. Tralalilaladam. Dam. Okay, übertreiben wir es nicht. Wir stürzen gerade ab. Wir sind in Lebensgefahr. Leute, keine Witze jetzt. Wir müssen überleben. Sonst schaffen wir es nicht mehr. Tralalilaladam. Dam. Dam. Geschafft. Schade, wir schaffen das nicht mehr weiter. Schallgeschwindigkeit, mein Lieblingslevel. 4,5 Millionen für einen Tarnkappen-Kampfjet. Mein Lieblingsflugzeug, mit dem man locker die Schallgeschwindigkeit übertreffen kann, was wir in der letzten Folge schon gemacht haben, aber egal. Dann versuche ich das nochmal. Ein Versuch noch, ja? So. Ich versuche mal was anderes.
So. Hoch, 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 hoch. Ich weiß nicht, ob das besser klappt. Wow, das hat viel besser geklappt. Das hat viel besser geklappt, Leute. Einfach hochziehen. Dadurch würden wir theoretisch runterfallen, aber wir steigen ja um die gleiche Höhe und können dadurch nicht versagen. Wow, war das die Taktik? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall einige Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal das gespielt habe. So. Und lenken, hochziehen, 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 hochziehen. Verdammt, 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 verdammt. Wir sind zu tief, wir sind zu tief. Leute, wir sind zu tief. Wir sind zu tief. Beim ersten Mal hat's gut geklappt, danach nicht mehr. Komm, heb mich hoch, komm schon. Nein. Es war so knapp. Mann. Nochmal umdrehen. Ich kann nochmal umdrehen. Was ist, wenn ich da drin in eine Schleife fliege? Also im Kreis? Wenn ich die ganze Zeit innerhalb von dem Luftstrom bin, dann muss ich ja mega weit nach oben geschossen werden. Nein, nein, andersrum, andersrum. Drehen, 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 drehen. Okay, ich krieg's nicht hin. So. Komm schon, drehen, 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 drehen. Nochmal, nochmal, nochmal. Wir müssen das nochmal machen. Komm schon. Und nochmal rein. Drehen, 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 drehen. Komm schon, komm, 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 komm. Oh verdammt, wir waren viel zu schnell raus. Wir müssen viel höher sein. Und ich muss versuchen, gerade zu gehen. Was ist denn hier los? Tja, mein Smartphone-Speicher war voll. Ihr habt jetzt etwa 10 Sekunden verpasst, also nichts Dramatisches. Und, ja, eine kleine Notiz an mich und auch an euch. Fliegt eine Kurve. Ja? Wenn ihr das hier spielt, fliegt eine Kurve. Eine Kurve. Noch eine Kurve. Komm, komm. Dreh, 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 dreh. Noch mehr drehen, schneller drehen. Los. Dreh dich. Noch höher, höher, komm, ja. Und noch ein bisschen höher. Ja, ja, so schön. Ja, wir schaffen das. Leute, wir sind da. Oh mein Gott, und jetzt Sturzflug. Geschafft. Ah, schade, es fehlt nicht mehr viel. Ich jag ein paar Ballons. Okay, nicht viel. Die Folge ist schon fast vorbei. Ich habe nicht viel Speicherplatz. Aber ich muss einfach ein paar Ballons jagen. Komm schon. Bin ich am richtigen Ort? Keine Ahnung, ob ich am richtigen Ort bin. Warte mal. So. Abheben, bremsen, Fahrwerk. Nein, bin ich natürlich nicht. Dann zeige ich euch mal, wo ich Geld sammle. Warte, die würde ich gerne mitnehmen. So, hui. So, hochziehen. Verdammt. Ja, geschafft. Okay, dann zeige ich euch mal, wo ich eigentlich farmen gehe, aber ich werde komplett gerade abgelenkt. Hoch,
Das könnte man glatt als Stunt gehen, durchgehen lassen, oder? Nein, nicht? Okay. Dann nicht. Da. Ihr seht diese zwei Hügel? Er fliegt dahinter. Warte kurz, ich muss den da noch einsammeln. Und den da. Entschuldigung, Leute, aber ich bin gerade am Ballon farmen, okay? Da darf man mich nicht stören. Lassen Sie mich aber nicht ein. So. Ich fliege jetzt einfach zu meiner Farmposition. Ihr seht doch hier den Flughafen da. Da. Und da hinten ist ein Flugzeugträger. Da übe ich landen, okay? Und hier jage ich Ballons. Kein Hügel, keine Berge. Seht ihr das? Einfach fahren. Krieg ich den? Ja, kriege ich. Dann drehe ich einmal um. Ich weiß, ein bisschen ineffizient. Und dann jage ich die da. Seht ihr, da ich über dem Meer bin, habe ich keine Sorgen mit Höhe. Und wenn ich abstürze, dann lande ich weich. Mit 400, keine Ahnung was, wie schnell, in was für einer Geschwindigkeit das hier gemessen wird, aber mit 400 Sachen fliege ich hier durch die Gegend. Und hier sammle ich dann Ballons. Unter anderem auch die hier. Auch wenn die ziemlich dicht an den Bergen dran sind. So, dann drehe ich immer. Und fliegt dann weiter und sammelt die nächsten Ballons. Dann fliege ich mal hier auch quer übers Wasser. Und guck dann nach weiteren Ballons. So. Da ist ein Ballon. Da ist ein Ballon. Ballon, Ballon, Ballon. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass ich ziemlich komisch steuere, Leute. Entschuldigung. Aber wenn ich nun mal Ballons sehe und die fangen will, dann hält mich nichts auf. Bin ich jetzt schon weiter? Das sieht man hier nicht. Okay. Man sieht hier nicht, wie weit ich mit der Erfahrung bin. Aber ich glaube, es reicht nicht. Na gut, egal. Also Leute, ich habe euch gezeigt, wo ich Ballons farme und dass ich überhaupt Ballons farme. Ich mache keine Mission. Wozu Mission? Die bringen eh nichts. So eine Mission mit einer Reichweite von drei Flugzeugen, also diese drei Flugzeuge, die da angezeigt werden, sind vielleicht gerade mal 60.000, während ich hier fünf Ballons innerhalb von 5 Sekunden abfahre. Ihr versteht, was ich meine, oder? Na gut, dann war's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Wow, warte mal kurz. Aha, ja, 20.000 Münzen. Ganz okay. Wasserpower-Up haben wir schon. Jetfighter wäre ganz cool. Naja, jetzt aber. Tschüss.